Aloha und ganz, ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Shine Your Light Gespräch. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist und dass wir uns heute gemeinsam treffen. Und ich habe auch eine ganz spezielle, liebe Freundin eingeladen, Tamara Dreyer. Sie ist spirituelle Wegbegleiterin und wir kennen uns schon länger und haben so in der letzten Zeit uns öfter getroffen und ausgetauscht. Und wir hatten beide das Gefühl, dass es jetzt mal an der Zeit ist, dieses Treffen zu machen, uns auszutauschen und es auch mit dir, mit euch zu teilen. Es geht nämlich um das Massenbewusstsein, um das kollektive Bewusstsein, das ja aktuell sehr aufgeladen ist. Und da möchten wir einfach gucken, wie wir ja, dir einfache, praktikable Tools an die Hand geben können, dass du dich da besser fühlst, dass du vielleicht aussteigen kannst. Und es gibt am Ende auch noch eine Art von Meditation, die wir gemeinsam machen werden. Einfach um die Energie auszudehnen. Ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Tamara. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, liebe Stefanie und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es freut mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Ja, super. Okay, vielleicht magst du dich ganz kurz, bevor wir dann gleich einsteigen in die Thematik, mal vorstellen, liebe Tamara, nochmal. Also du bist ja spirituelle Wegbegleiterin. Wie kam es denn vielleicht auch dazu? Vielleicht magst du da so ein bisschen was von dir erzählen, weil die meisten Leute werden dich, die jetzt hier zuschauen und zuhören, noch nicht kennen. Also angefangen hat es ja damit, dass ich selber mich auf die Suche gemacht habe nach sogenannter Wahrheit. Ich wusste, irgendwie gibt es noch mehr als dieses einfache 3D-Leben, wie man das so einfach mit den menschlichen Augen sieht. Und dann habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Dann habe ich angefangen, verschiedene spirituelle Bücher zu lesen, verschiedene Systeme, verschiedene Überzeugungen und habe das alles für mich mal durchgeguckt und geguckt, ob was für mich stimmt. Und ich habe immer von innen nach außen geguckt. Wo ist am Außen das, was mir am meisten zusagt? Und habe damit auch recht lang vergessen zu spüren, ja, was passiert überhaupt in mir selbst, vor lauter im Außen schauen. Das ist auch kein Wunder, weil wie werden wir erzogen? Der Lehrer sagt, okay, jetzt lernen alle das und dann macht man das, was von außen kommt und hat gar nie die Gelegenheit, dass mal ein Lehrer sagt, so, jetzt sitzt mal alle hin, hört auf euer Herz und dann guckt mal, was ihr so spürt im Körper. Das sagt einem ja niemand, ne? Mhm. Und so war ich halt jahrelang auf dem Außenweg und habe sehr viel verstanden vom Verstand. Mein Verstand hat das alles begriffen, hat gesagt, ja, jetzt habe ich es, jetzt bin ich ja spirituell. So, und dann, wo ich gedacht habe, ich weiß alles, dann ist eben so die sogenannte Krise gekommen. Es lief nicht mehr alles nach meinem Verstand. Ich konnte selber mit dem Verstand gar nicht mehr meine Zukunft steuern. Und es ging einfach nichts mehr. Und das Schicksal, der Schicksalsschlag, der körperlich sehr heftig war, hat mich auf einen Schlag zu mir selbst gebracht. Wo ich dann wo ich gelernt habe, im Außen und das, was ich im Innen gespürt habe, einfach wahrzunehmen und mal zu gucken, was ist dann aus dem Innen heraus, was will da mich begleiten. Und eigentlich bin ich selber meine eigene Wegbegleiterin, weil das, was ich wirklich bin, dieses göttliche, mehrdimensionale Wesen, die Seele, die begleitet mich. Es ist einfach wichtig, habe ich gemerkt für mich, dass ich das auch erlaube und halt vielleicht nicht immer mit dem Verstand reinschieße und sage, ja, aber ich will doch das, sondern einfach mich dem, was ich halt bin, dieses noch mehr Wesen, das zu erlauben und mir selber zu erlauben, mich zu führen. Mhm. So, das wäre es ungefähr. Ja, danke schön. Ich finde, du hast da was ganz, ganz Wertvolles gesagt, dass du zuerst im Außen gesucht hast und mit dem Verstand Bücher gelesen hast und verschiedensten Lehrern wahrscheinlich auch gefolgt bist und so weiter, bis du dann irgendwann festgestellt hast, nö, das
bringt mich nicht weiter. Und dann nach innen gegangen bist und geguckt hast, okay, was ist da? Und dann festgestellt hast, dass es da mehr gibt als das, was wir so anerzogen bekommen, was ja auch so die Gesellschaft uns lehrt, dass es da einen viel größeren, schlaueren oder eigentlich weiseren Anteil gibt in uns, der ja vieldimensional ist und unendlich. Also ob man es jetzt Seele nennen will, ob man es göttliche Essenz nennen will, es ist ja egal. Aber ich finde es super wertvoll, dass du das auch wahrnimmst, dass du deine eigene Wegbegleiterin bist. Mhm. Ja? Und dass es da auch nicht so eine Trennung gibt. Ja, danke schön, dass du das geteilt hast mit uns. Sehr gerne. Und es gibt ja auch viele Menschen, also aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich auch, die manchmal so ein Schicksalsschlag oder Krankheit oder was auch immer oder körperliche Symptome haben oder auch manchmal Wegfall der Arbeit, also wirklich was Krasses, dass genau. Es so einen krassen Trigger braucht, Auslöser braucht, damit wir, ja, damit das Ego einfach, wie soll ich sagen, gar keinen oder der Verstand gar keine Handhabe mehr hat. Und dann lassen wir uns mehr oder weniger leicht und einfach drauf ein, mal zu gucken, was gibt es denn da darüber hinaus. Mhm. Ich würde ja mir wünschen, und das ist auch so die Info von der geistigen Welt, dass das immer einfacher gehen kann, also dass es irgendwann diese doch sehr heftigen Trigger oder Wendepunkte im Leben nicht mehr braucht, aber bei mir war das ähnlich. Also, ja, das ist interessant, weil genau das habe ich jetzt auch gedacht. Ich wünsche mir auch, dass es nicht mehr durch Leiden passieren muss, sodass ich die Gelegenheit habe, mich auf mein inneres, göttliches Selbst zu fokussieren. Und dann ist mir gerade so ein Bild gekommen, zum Beispiel, du gehst irgendwo im Dschungel, gehst du einen Weg. Vielleicht hast du eine Machete dabei, auf jeden Fall hast du deine Füße und du läufst also einen Weg, ne? Und vielleicht kommt da jemand hinter nach, vielleicht noch eine Stunde, vielleicht noch einen Tag, sieht vielleicht ein paar Spuren, aber kann nicht den ganz genau gleichen Weg nehmen, den du vielleicht gemacht hast, wo ja eigentlich alles frei ist, man sieht es noch nicht richtig. Und je mehr Leute dann diesen Weg gegangen sind, umso einfacher wird es. Dann ist schon so eine, wie so ein Weg, ich sage jetzt so wie so ein spiritueller Tunnel oder so wie eine, wie so eine Möglichkeit oder so ein Potenzial, das schneller durchgegangen werden kann. Und ich habe stark das Gefühl, dass die danach kommen, dass die ja einfach durchgehen. Ja, die haben es dann manchmal leichter. Ja, insofern genau. Sind wir nicht nur Wegbegleiter, sondern manchmal auch Wegbereiter. Genau. Vielleicht haben wir uns das so ausgesucht, das ist ja dann auch okay, weil wenn wir auf diese innere Essenz vertrauen, dann ist das ja auch unser göttlicher Anteil, dann sind wir ja auch geführt, dann wird es schon seine Richtigkeit haben. Auch wenn es dann so aus menschlicher Sicht vielleicht doch etwas strapaziös, anstrengend, schmerzvoll und holprig war, aber dann war das einfach so. Dann dürfen wir das denen, die dann auf dem schon ein bisschen ausgetretenen Weg nachkommen, auch gönnen, finde ich. Auf jeden Fall, weil wenn die schneller durch sind, sind die nachher auch viel schneller frei, weißt du? Und ja, aus einem Grund habe ich mir ja gewählt, jetzt hier zu sein und vielleicht auch diese Wegbereiterin zu sein. Und das ist auch gut so. Und zum Glück müssen das nicht alle immer gleich anstrengend haben oder machen. Genau. Und für uns wird es ja auch immer leichter. Da muss ich schon mal sagen. Ja, das stimmt. Es wird etwas leichter. Ja. Ja, wobei ich in letzter Zeit natürlich gemerkt habe, ich meine, es ist ja auch kein Wunder, weil wir ja gerade in einer Welt sind, wo so viel Chaos ist im Außen wie noch nie. Mhm. Egal, ob es jetzt diese C-Situation weltweit ist oder auch diese Situation mit, wie soll ich sagen, Machtkämpfen, um es jetzt mal nett zu formulieren. Es ist ja in diesem Massenbewusstsein extrem viel Angst und auch Aggression und was auch immer drin. Also insofern merke ich das schon und du wahrscheinlich auch, dass es da ziemlich chaotisch zugeht.
Und ich gehe mal davon aus, dass wenn die Menschen, die das jetzt angucken oder Menschen, die überhaupt meine Videos angucken oder die auch zu dir kommen, dass die schon sehr sensibel sind oder sensitiv sind, ne? Und vielleicht auch schon auf dem spirituellen Weg. Also es geht, glaube ich, mal darum, das wahrzunehmen, aber dann auch, vielleicht hast du da auch Tipps für uns, so aus deinem eigenen Erleben, wie wir dieses Massenbewusstsein, das doch schon auch einen Sog hat, ne, uns da so reinzuziehen, wie wir da wieder rauskommen und auch wieder diese, im Englischen heißt es ja immer so schön aligned, also diese aufgerichtete, ausgerichtete, verbundene Wegbegleiterin für uns selber sein können. Ja, ja. Ja, also bei mir ist es so, dass dieses Massenbewusstsein mit all diesen Schlagzeilen und diesen vielleicht Beschränkungen und diese ständigen Androhungen und so oder auch diese ständig wechselnde Thematik oder wechselnde Strategien, das kann auch sehr verführerisch sein, da reinzugehen, weil es triggert ganz alte Muster von richtig und falsch, von Schuld und Opfer und mit dem Opfer auch so eine sogenannte Ohnmacht. Und ich habe das Gefühl, das ist etwas, das ist so ganz ein altes Muster, das ich vielleicht verschiedene Leben lang immer gemacht und gemacht habe und mich so geprägt habe, dass ich irgendwie dann noch denke, wenn auch unbewusst, dass ich mich mit dem identifiziere, dass es irgendwas gibt, was wahr und richtig ist und das andere ist unwahr und ich muss jetzt urteilen und etwas ist jetzt ganz schlimm. Und sobald ich in diese Urteilgeschichte gehe, dann identifiziere ich mich mit irgendetwas, was ich gar nicht bin. Denn ich bin ja dieses göttliche Wesen, dieses Schöpferwesen auch, auf mehreren Dimensionen. Und ich vergesse das in diesem Augenblick. Weil in diesem Augenblick, ich merke jetzt, heute merke ich, okay, irgendwas fühlt sich jetzt ganz komisch an. Irgendwie es wird hart oder eng im Herzen. Mhm. Da kommt eine Angst auf, eine Beklemmung. Da gibt es schlechte Laune. Da kommt so eine Opferdasein oder vielleicht eine Ohnmacht. Und immer dann merke ich dann später oder manchmal schon vorher, okay, das ist nicht das, was ich wirklich bin. Das sind alte Muster. Und in diesem Moment, wo ich das merke, da kann ich auch raus. Mhm. Manchmal kann ich gleich raus, ich gehe gar nicht rein. Manchmal erwischt es mich wieder und dann kommt wieder so ein Muster, wo ich kann gar nichts tun, ich bin da allem ausgeliefert. Aber das ist nur diese eine menschliche Ebene, die irgendwie lebenlang eine Erfahrung gemacht hat, weil der menschliche Verstand kann ja nur denken oder sich Lösungen ausdenken aus einer Erfahrung, die er schon gemacht hat, ziemlich beschränkt. Und wenn ich mir in diesem Augenblick erlaube, okay, ich erlaube mir jetzt das Göttliche, dann kann eben Lösungen erscheinen, die ich selber mir nie hätte ausdenken können. Ich sage mir manchmal, erwarte das Unerwartete. Und der wichtigste Punkt ist halt in dem Augenblick, wo es mir wirklich schlechter geht, wo ich diese körperlichen Phänomene, diese Ohnmacht spüre, dann innehalten zu können. Braucht ein bisschen Übung. Das heißt, vielleicht gelingt es mir zuerst nach einer Stunde oder nach einem Tag und merke, okay, da war doch noch was. Jemand hat da mal was gesagt. Da gibt es ja noch eine andere Realität von dem, was ich bin. Aber da gibt es ja noch andere Möglichkeiten, andere Dimensionen. Okay, ich gebe jetzt dem mal Raum. Und jedes Mal, wenn ich das merke, dann kann ich mir das wieder sagen. Und dann gehe ich auch wieder auf eine andere Position. Dann gehe ich nicht mehr in die Identifikation, sondern öffne ich den Raum für das, was ich wirklich auch noch bin. Ja. Ich weiß jetzt nicht, war das jetzt zu kompliziert? Nee, ich finde, das okay. War, also für mich hat es sich sehr einfach angehört. Und ja, im Grunde darf es nämlich auch so einfach sein. Ja, es muss nicht kompliziert sein. Wir müssen nicht bestimmte, ganz arg komplizierte Methoden lernen, wie wir das bei uns sein können, wie wir uns ausrichten können, verbinden können mit diesem
spirituellen Anteil und auch feststellen, okay, eigentlich bin ich mehr als dieser Körper, der schon auch wertvoll ist und der seinen Sinn hat, ne, in diesem Leben. Sonst wären wir ja nicht hier, aber diese Erkenntnis, dass wir da einfach viel mehr sind und dass das andere viel ausgedehnter ist und so unbegreiflich, grenzenlos, dass wir da wirklich auch eine ganz große Kraft und Macht mit haben. Genau, weil es ist ja so, wir glauben als Mensch, wir müssen das machen oder ich muss wieder eine Verbindung aufnehmen. Dafür ist es umgekehrt. Es ist alles schon da. Ich begebe mich einfach in so einen Fokus und denke dann, ach, jetzt ist alles gar nichts mehr da. Ich muss mich irgendwie, nein, ich kann einfach da die Klappe wegnehmen. Ah, okay, ja, war ja schon immer da. Ja, so einfach kann es tatsächlich sein, ne? Ja, das ist halt, der Punkt ist halt, der Mensch, ne, das Menschliche ist halt in dieser Zeitraumgeschichte als Körper auch drin mit dem menschlichen Körper. Und das ist eine Variante, so quasi unser Fahrzeug. Nur wenn wir das erlauben, was wir alle sind, dann kann auch das quasi in diesen erweiterten Menschen, Körper, Energiekörper rein. Und dann sind wir halt einfach wie soll ich sagen, wenn ich das alles erlaube, dann bin ich viel schneller auch in anderen Ebenen und kann auch andere Dinge sehen, die ich vielleicht als Mensch nicht so sehe und kann auch andere Potenziale von mir selbst vielleicht viel schneller erkennen. Und das ist nur ein Öffnen. Ja, ja, das ist so. Jetzt hast du noch mal was gesagt, was mich früher, wie soll ich sagen, mehr angetriggert hätte als jetzt. Was ich aber weiß, was ja gerade weltweit auch ein Trigger ist, nämlich Veränderung, weil du hast vorhin gesagt, erwartet ist unerwartet. Ich glaube, das waren deine Worte, ne? Genau. Jetzt ist genau. Ja, das Unerwartete ist ja entgegen aller Kontrolle, entgegen aller Sicherheit. Hier ist es unerwartet, die Veränderung, die sogar besser sein kann. Und hier ist das, Sicherheit, Kontrolle und ich will, dass alles so bleibt und es wird ja alles noch schlimmer. Also es sind ja so ein bisschen die absoluten Gegenteile, ne? Und ich weiß auch, dass viele das antriggert, wenn du sagst, oder wenn wir sagen, erwartet das Unerwartete, dehn dich aus, mach auf, anstatt klein zu machen. Mhm. Was ist da so deine Erkenntnis dazu oder dein Tipp? Also ich merke halt, erwartet das Unerwartete, wenn da so eine Angst kommt, dann ist sie natürlich wieder im menschlichen Bereich, wieder irgendwelche alte Erfahrungen, die ich irgendwann mal gemacht habe. Und ich vergesse dann, dass dieses göttliche Wesen, das ich bin, immer nur das Genialste, das Schönste, das Freudvollste für mich vorhat, weil das ist, was wir wirklich sind. Wir sind freudvolle Wesen mit Mitgefühl, Kreativität, mit Schöpfung. Das ist unser natürliches Sein. Und das haben wir vergessen. Ja. Und dann erinnere ich mich wieder daran, okay. Und was mir immer hilft, ich erinnere mich immer an die kleinen Alltagswunder, die ich erlebt habe und merke, okay, das Unerwartete, das kann so wundervoll sein, dass der Verstand das niemals organisieren kann. Ja. Soll ich vielleicht zum Beispiel nennen? Ja, gern. Also das Beispiel knüpft nämlich an dein Beispiel an, das kannst du ja selber erzählen. Ja. Es ist so gewesen, dass ich hier in den Kanton Thurgau in der Schweiz nahe Bodensee gezogen bin und mir dann überlegt habe, ja, es ist jetzt mir wichtig, wäre schön, wenn ich so ein Treuhandbüro oder so ein Steuerberater, sagt in Deutschland, hätte, hier in der Nähe, so eine Person oder so ein Mensch, der mir hilft mit meiner Steuererklärung, ne? Und dann hast du mir eben, wo ich das für mich gedacht habe, hast du mir erzählt, auf welche wundersame Weise du da für dich jemand gefunden hast. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist ja genial, was die Stefanie da erlebt hat. Und habe einfach gedacht, ja, das wäre doch schön. Und dann bin ich mit einer guten Freundin, bin ich da im Dorf, was neu ist, spazieren gegangen. Und wir hatten da ganz unterschiedliche Themen und haben da die Natur angeguckt. Und plötzlich habe ich innegehalten, guck auf, steht Treuhandbüro. Also genau so eine Steuererklärung, Hilfe, die ich wollte. Und ich, ach, das ist ja lustig. Mhm. Das ist ja super, das merke ich mir jetzt und habe mir das abfotografiert.
Und dann bin ich wieder gegangen, habe irgendwie gar nicht mehr dran gedacht. Ein paar Tage später bin ich ins Training gegangen und es war immer noch so diese Einschränkungen hier. Und da kamen auch ganz neue Leute ins Training. Und dann ist so eine Frau gewesen, die hat gesagt, ja, also sie hätte jetzt auch nicht so viel zu tun. Und ich so, was machst du denn? Und sie so, ja, sie sei eben die Steuerberaterin und Treuhänderin. Und ich, ja, bist du die von da oben, was ich da fotografiert habe? Und sie so, ja, ja, genau, genau, das ist mein Büro. Und das ist so genial. Und ja, gewisse Leute sagen, es ist Zufall. Und für mich ist das halt einfach diese, also diese enorme Schöpfung, wo quasi der Mensch hat gedacht, okay, ich brauche jetzt da Hilfe und habe das einfach, habe da keine Idee gehabt oder habe mich gar nicht angestrengt. Und dann hat eben unsere Seele, unsere Göttlichkeit total gut die Möglichkeit, das einfach zu organisieren. Und es kommt zu mir. Ne? Ja. Also ich muss nicht angestrengt irgendwo suchen, sondern ich kann einfach sagen, okay, und das ist mir jetzt wichtig, ohne dass ich schon, ich hätte jetzt auch im Telefonbuch nachschauen können, ich hätte 10 Leute anrufen können, die einen hätten gekonnt, die anderen nicht. Und das ist halt dieser neue direkte Weg. Es ist etwas, und das Göttliche weiß, okay, ich unterstütze jetzt diesen Menschen, das ist jetzt gut, zack, kommt das Potenzial, und wenn ich es wahrnehme, dann fühlt sich das an, als wäre da ein Wunder passiert. Ja. Ja, das sind die sogenannten Synchronizitäten oder sogenannten Alltagswunder. Mhm. Aber also, ich habe das ja auch lange Zeit nicht geglaubt, aber von Anfang an haben die Engel auch zu mir gesagt, als ich den Kontakt quasi so gespürt habe, Wunder sind alltäglich. Also nicht im Sinne von klein zu reden, sondern dass wir wirklich so ein Leben führen können, dass uns täglich ganz viele Wunder, sogenannte Wunder, geschehen. Und dass das einfach im Flow ist, im Fluss ist und dass ich gar nicht viel machen muss, sondern dass es zu mir kommt, wenn ich einfach auch weiß, in welche Richtung es gehen kann. Oder manchmal müssen wir auch gar nicht die Richtung kennen, sondern das ist dann auch geführt. Dafür braucht es natürlich dann auch Vertrauen. Ja. Ja. Ja, ja, genau. Es braucht Vertrauen oder eben mal einfach so ein Ausprobieren, vielleicht spielerisch. Ja. Bei mir ist es immer so, wenn ich ja merke, okay, bis jetzt hat es ja nicht so richtig hingehauen, irgendwie das, was ich mit dem Verstand gemacht habe, funktioniert einmal nicht. Wieso soll ich nicht mal experimentieren und mal was ganz Neues ausprobieren, was ich noch nie gemacht habe? Ja, das ist super. Das ist übrigens auch eine total gute Möglichkeit, sich auf das einzulassen, was sie wirklich sind, dass ich einfach mal, wenn es geht, täglich oder einmal pro Woche, kommt jetzt nicht drauf an, mal was ganz anderes mache. Ja. Ich gehe einfach aus diesem eingefahrenen Trott los. Ich nehme einfach zum Beispiel zur Arbeit einen neuen Weg. Ich gehe 2 Tramstationen oder ich gehe um einen anderen Häuserblock. Dann entdecke ich einen anderen Laden, andere Leute. Oder ich fahre einfach los und gehe mal irgendwo hin mit dem Auto oder dem Rad oder so, wo ich gar noch nie war. Und dann, wenn ich da neue Erfahrungen machen kann, dann ist es so, wie ich quasi auch wieder diesen alten festgefahrenen Weg loslasse und einfach mal mich öffne für das, was jetzt wieder Schönes erlebt werden kann. Genau, für die Möglichkeiten. Für all die Potenziale, die ja immer da sind. Ne? Ja. Ja, wow, das ist wunderbar. Gibt es sonst noch irgendwelche Tools, die du für dich anwendest? Also bei mir ist es ganz wichtig, habe ich für mich gemerkt, weil ich war früher auch sehr, also einfach auch durch diese Hochsensibilität, die ich nicht wahrgenommen habe, oder damals war das gar nicht irgendwie bekannt, dass es sowas gibt. Und ich war aber wie so außer mir auch, ne? Und ich habe gemerkt, wie ich so im Kopf bin und so durcheinander und so wie so zerrissen einfach auch. Ich meine, heute ist mir das klar, damals war es mir nicht klar. Und da habe ich mich tatsächlich manchmal einfach auf den Boden gelegt, weil ich einfach nicht mehr anders konnte. Und jetzt ist es für mich so, dass ich mich immer ganz bewusst erde, also energetisch auch erde oder an diese Verbindung mit Mutter Erde erinnere,
was mir dann so eine gewisse, ja, auch so eine Ausrichtung gibt, wo ich mich dann körperlich auch oft besser fühle oder auch energetisch. Es beruhigt auch oft die Gedanken. Das ist was, was ich so für mich jetzt so als Energietool echt ganz oft mache. Gibt es was, das du hast, das du auch noch empfehlen kannst? Ja, also das mit dem am Boden legen finde ich sehr gut, weil in diesem Moment gibt es ja auch Möglichkeit, den Körper am Boden zu spüren und nicht mehr so oben im Kopf rumzuschwirren. Ne? Also ich mache das jetzt nicht mit dem Boden, ich lege mich einfach hin und nehme einfach meinen Körper wahr. Ich kann auch meinen Atem wahrnehmen, nehme einfach meinen Körper wahr. Entweder kann ich mich fokussieren auf den Fuß, auf die Knie oder auf irgendein Körperteil. Oder ich kann den Körper wie so als Ganzes wahrnehmen. Ne? Mhm. Und vielleicht kann ich mir noch sagen, ich existiere. Das ist zum Beispiel auch so ein Wort, ich existiere. Das ist so was Ewigliches. Ne? Das ist die Ewigkeit. Das ist einfach das, was existiert, ist ewig. Dass ich das nochmal sage, das öffnet dann den Raum, ohne dass ich irgendwie jetzt noch oben abschwirre, weil ich gleichzeitig auch meinen Körper wahrnehme. Ne? Und dann ist es ja so, dass wenn ich vielleicht nicht ganz bei mir bin, dass vielleicht irgendwo zwickt oder zwackt im Körper oder irgendwas schmerzt oder irgendwas ist eng oder so. Und dann atme ich einfach weiter und beobachte mal, wie sich das löst. Das löst sich dann mit der Zeit oder es passiert etwas und ich einfach so ganz neugierig gucke ich einfach dem Körper zu innerlich, was sich da so bewegt, was sich löst, was so piekst und dann bin ich nämlich wieder bei mir selber angekommen. Ja, wunderbar. Sollen wir jetzt diese Meditation machen? Oder hast du noch was, was für dich wichtig ist? Bei mir ist noch was, mir fällt gerade was ein. Es hat jetzt weniger mit total diesem spirituellen Bewusstsein zu tun. Ich glaube aber auch, ich habe das schon mal öfter gesagt, ich habe auch früher ganz viel Fernsehen geschaut und Nachrichten und Zeitungen gelesen. Und manchmal ist es einfach gut und empfehlenswert, gerade wenn man sensibel ist, weil diese Worte und Bilder prägen sich ja auch energetisch ein, dass man das einfach nicht mehr anguckt, nicht mehr liest, nicht mehr anguckt und sich davon distanziert. Das hilft auch. Zwar ist dann diese Massenenergie nach wie vor bestehend, aber je mehr wir bei uns selber sind, desto weniger beeinflusst uns das, obwohl wir ja mit allem verbunden sind, was ist, aber desto weniger beeinflusst uns einfach diese Energiefrequenz, die vielleicht nicht so hochschwingend ist. Ja, das finde ich eine gute Idee. Es ist nur ein etwas Kleines, ist da tricky, wenn ich jetzt einfach so sensibel bin, dass ich das nicht ertrage und deshalb alles wegschiebe, weil ich es einfach loshaben möchte, dann kann es sein, dass es mich immer wieder reinzieht. Ne? Weil irgendwie dieses Verführerische, diese Muster der Ohnmacht und alles ist immer noch da. Und dann ist es so ein Wehren und dann kommt es auch wieder. Und was mir persönlich am meisten hilft, ist zum Beispiel einfach mit lieben Leuten zu sprechen, zum Beispiel mit dir oder mit anderen Freunden in die Natur zu gehen, wo das gar nicht ist. Ja. Dann ist es für mich so, dass ich in diesem Moment vergesse ich das alles auch. Ne? Das ist dann wirklich wie, wenn ich spazieren gehe oder mich mit lieben Menschen treffe, die auch so gleichgesinnt sind wie ich, so ein bisschen Gleichgesinnte, wo man sich wohl und gut fühlt. Und sich mit diesen Menschen zu treffen, ich finde, das ist total schön. Und das ist so, wie soll ich sagen, das ist ein Riesengeschenk. Ist so eine Bubble. Ja. Ganz genau. Und da ist es mir, das ist das Einfachste und Schönste, dann mich da nicht mehr in dieses Massenbewusstsein reinzureißen. Ja. Ne? Weil auch das, was mich da triggert, dann, das ist ein altes Muster von mir, aber das ist nicht das, was ich wirklich bin. Nee, ne? Das ist so. Und wenn ich das mit lieben Freunden teilen kann, kann das sein, dass ich das alles einfach vergesse, dass das einfach gar nicht wie da ist. Und in diesem Moment gebe ich Raum wieder, dass halt wieder mehr von mir
da sein darf. Also von deinem göttlichen, von deinem genau. Grenzenlosen Sein. Ja, das ist auch so, für mich ist das auch wie so ein Zeichen, es wird ja ganz viel gesprochen, auch von diesem Aufstieg in diese fünfte Dimension. Ja, wie soll ich sagen, dass diese Welt, die vielleicht nicht so schön ist, die über die, ich weiß nicht, ob sie dann gibt, wenn darüber in den Zeitungen berichtet wird, dann ist sie ja real. Sobald es geschrieben steht, sobald viele dran glauben, ist sie real. Aber gleichzeitig gibt es eben auch die Welt, die du jetzt beschrieben hast, die ich ja auch so erlebe. Das mache ich ja auch gerne, mich austauschen und mich mit den Menschen öffnen. Und dann existiert diese Welt gar nicht. Das ist quasi wie ein Paralleluniversum. Das ist ein komisches Wort, aber so ist es tatsächlich. Und das ist auch das, glaube ich, was damit gemeint ist, also für mein Verständnis, mit diesem Aufstieg, beziehungsweise auch mit diesem 5D-Bewusstsein, dass es viele verschiedene Ebenen geben kann und ich kann mich entscheiden, was mache ich mit mir? Also begebe ich mich eher dahin, wo es weh tut, oder wähle ich den anderen Weg, wo es einfach wie eine Bubble ist oder wie ein Paralleluniversum, wo es einfach viel netter ist. Da habe ich ja auch die Wahl, mich dann dahin zu begeben. Ne? Das finde ich super, weil alle Realitäten sind alle immer hier, alle Dimensionen sind immer jetzt hier. Ne? Das Einzige, was aus meiner Erfahrung her nicht so empfehlenswert ist, dass wenn ich quasi von dieser Welt irgendwie flüchten möchte in so eine Fantasiewelt, weil ich einfach das, was jetzt quasi hochkommt in mir, vielleicht gar nicht durchspüren möchte und vor dem irgendwie flüchten möchte. Ne? Ja, dann weil es ist ja auch so, in diesem Moment, wo was unangenehm wird und ich merke, jetzt ist es wirklich unangenehm, dann darf ich das auch mal willkommen heißen, weil es heißt, hallo, ich bin hier, ich will nur transformieren, ich möchte da durch. Ne? Und wenn es dann durch ist, dann ist es eben integriert. Ja. Und am Anfang fühlt sich das vielleicht total blöd an, sehr unangenehm. Und nach meiner Erfahrung, dann wollte ich das lieber weghaben. Nein, ich gehe jetzt da in meine Welt und so. Und das war immer super, bis es halt wieder gekommen ist. Immer ganz exakt das gleiche Thema. Bis ich das halt mal willkommen geheißen habe und gesagt habe, okay, jetzt darfst du mal hier sein, ich spüre da jetzt mal hin. Und immer dann hat sich nachher auch wieder gelöst. Ne? Ja, weil da einfach der Widerstand dann weg war. Genau. Also, wobei, ich sag mal so, ich finde, das ist leichter gesagt als getan, aus eigener Erfahrung, ne? Gerade auch mit körperlichen Symptomen, wenn die echt heftig sind. Also da spüre ich selbst jetzt immer noch mal einen Widerstand und einen Fluchtgedanken. Ganz ehrlich, gebe ich zu. Aber du hast recht. Also wenn man das weghaben will, ist es ja quasi wie ein Kampf, wie ein Widerstand und auch eine Flucht. Und damit ist es noch nicht gelöst. Das ist so, ja. Also ich sage das ja nicht, weil ich da das total schon 100% gemeistert habe. Ich sage das einfach, weil ich selber meine eigenen Fluchttricks sehr gut kenne und weil ich das schon ein paar Mal erfahren habe und auch jedes Mal auch wieder die Möglichkeit habe, das anders zu machen. Ne? Ja. Und das zeigt, es geht halt einfach immer besser. Genau, das zeigt ja dann auch, dass wir beide, auch wenn wir jetzt drüber sprechen, einfach, obwohl wir uns als Wegbegleiterin, Wegbereiterin vielleicht fühlen, aber auch nicht, wir sind auch nicht weiter als diejenigen, die jetzt das anschauen und da draußen sind und uns jetzt zuhören und zuschauen. Ne? Also ja, wir sind. Ja. Also für mich ist es einfach wichtig, dass ich von den eigenen Erfahrungen sprechen kann, weil alles, was ich selbst erfahren habe und was ich quasi wie integrieren konnte, das wirkt dann auch authentischer. Ne? Und das ist so. Da braucht es manchmal überhaupt keine Worte. Und das merken auch die Leute, die zusehen. Die merken, ob man das wirklich erlebt hat oder ob das theoretisch ist. Ja, das ist so. Weil ich kann das ja auch merken. Und ich habe dieses Theoretische, wie ich am Anfang erzählt habe, dem habe ich ja auch gefolgt. Und ich habe auch viele Menschen getroffen, die das auch nur theoretisch weitergegeben haben. Und das ist halt eine ganz andere Frequenz. Ne? Und wer da
alle, die da in die Eigenerfahrung gehen möchten und sich das auch erlauben, die merken das auch ganz schnell. Das ist so. Und das Interessante ist ja auch, was du gesagt hast und was ich auch so wahrnehme, dass wenn du da durchgehst und das erlaubst, erlauben ist ja den Widerstand loslassen quasi oder keinen Widerstand haben oder ich weiß gar nicht, was das richtige Wort dafür ist, aber das ist ja die Ausdehnung einfach, das Erlauben. Genau. Und damit öffnen sich auch viel mehr Möglichkeiten und öffnet sich auch dieses, ja, dieses Feld der unbegrenzten Möglichkeiten, wenn ich das nicht einschränke, wenn ich quasi das erlaube und das öffne, da kann so viel passieren. Und was interessant ist, wir strahlen das auch aus und auch unser Umfeld, also wenn, sobald wir was verändern, energetisch, auf energetischer Art und Weise oder Ebene, was es ja bedeutet, was wir dann machen, was du machst, was ich mache, oder auch jeder, der das für sich macht, damit ändert sich dann nicht nur in uns was oder in unserem Energiefeld, in unserer Ausdehnung, sondern auch in unserem Umfeld. Es hat ja immer einen Effekt. Genau. Das finde ich auch das Schöne. Du machst es nie nur für dich selber, auch wenn das natürlich richtig und wichtig ist, dass du es für dich selber machst, aber du machst es auch immer für dein ganzes Umfeld und im Grunde auch für die gesamte Erde. Das finde ich dann auch noch nett dazu. Ja, also wenn ich etwas für mich mache, für mein Bewusstsein oder machen, ist halt irgendwie blöd, weil dann das Menschliche, aber wenn, je mehr ich mir erlauben kann, das zu sein, was ich wirklich bin, umso mehr kann diese Energie dann auch gefolgt werden, so wie am Anfang dieser Pfad. Ne? Ja. Okay. Das ist schon so. Ich glaube, dann haben wir jetzt uns wunderbar ausgetauscht. Jetzt machen wir doch diese Meditation, wobei eigentlich haben wir ja schon festgestellt, es wird gar keine Meditation sein, es wird auch nicht viel Anleitung sein, sondern es ist eher eine Einladung an dich, an euch, dass ja, du dich einfach an den Ort zurückziehst und erlaubst. Vielleicht können wir auch noch ein paar einleitende Worte sagen, aber es geht eher darum, so in der Vorstellung, dass du an einem Ort bist. Du hast es so schön erzählt, Tamara, und ich finde das Bild ganz wunderbar, dass du dir vorstellst, du sitzt auf einer Parkbank, es ist wirklich sonnig, ganz mildes Wetter, wunderbar, vielleicht sind auch noch Schmetterlinge und Vögel da. Und du bist einfach nur, du sitzt da, du schließt die Augen, du atmest und du dehnst wie so dein Bewusstsein aus und auch ja, dieses Gefühl vielleicht auch, weil es ist ja eigentlich kein Gefühl, es ist ja eher eine Energie von Sein, von Bliss vielleicht auch, von Frieden. Ich finde, das kann man immer so schwer in Worte fassen. Vielleicht magst du auch nochmal sagen, wie du das empfindest, Tamara. Ja, also zuerst eben, ich suche mir so innerlich ein schönes Örtchen, wo es mir ganz gut gefällt. Eine Parkbank ist halt so ein schönes Bild, wo ich mich vielleicht auch mal hinlegen kann. Oder vielleicht ist die Parkbank auch eine Schaukel, vielleicht ist es ein Bett. Vielleicht ist es einfach eine schöne Decke auf einer Wiese, wo ich es mir richtig, richtig gemütlich machen kann und mich so richtig fallen lassen kann. Ne? Und dann schließe ich die Augen und atme einfach und einfach bin mir bewusst, dass einfach das, was ich bin, einfach sich ausdehnt. Ne? Es ist auch total egal, dass mir irgendwelche Gedanken kommen oder auch nicht. Ich weiß ganz genau, ich bin hier, ich existiere. Und das, was ich bin, dehnt sich einfach aus. Einfach so wahrnehmbar. Ja. Also mir hilft es auch, wenn ich mich dann so mein Herz konzentriere, so ein bisschen da so mein Bewusstsein hinlenke. Aber das kann auch jeder anders spüren. Da braucht es auch
gar keine Worte oder gar keine Anweisung, Anleitung, sondern es funktioniert einfach so. Das ist so dieses Ausdehnen, das Potenzial erlauben. Genau. Und ich erlaube mir jetzt alle meine höchsten Potenziale.
Also das könnte ich jetzt ungefähr gefühlt stundenlang so weitermachen. Wie geht's dir, Tamara? Ja, ich kann das auch noch länger machen. Ich merke, dass sich das alles ausdehnt, gleichzeitig, wie sich etwas so richtig so Entspannendes senkt. Es wird ruhiger. Ich kann alles gleichzeitig wahrnehmen, was in mir, um mich, für Geräusche oder vielleicht für Frequenzen, alles, was ich so wahrnehme. Ja. Und vom Gefühl her vielleicht auch so dieser erweiterte Körper, dieses Energiefeld, diese Frequenzen, die alle halt auch noch da sind. Und ja, mehr oder weniger sichtbar im Alltag. Das auch mal, kann ich auch mal nehmen. Ja, und was ich auch noch wichtig finde, ist, so im ursprünglichen Sinn von tun, es gibt nichts zu tun, ne? Einfach nur zu erfahren und wahrzunehmen. Und es gibt, wie so quasi dieser Mensch einfach so auf der Parkbank oder auf dieser Wiese und so einfach liegt und einfach wahrnimmt, was ganz von alleine natürlicherweise passiert, weil wir das ja sind. Also bei mir stellt sich dann immer so eine Wahrnehmung ein von, dass da so ganz viele Menschen verbunden sind und wie in so einem ganz großen Kreis sind. Also das ist ein Bild, das sich mir immer oder oft zeigt. Und ich finde das so, na, ist auch beruhigend. Was ist auch okay, wenn ich da alleine sitze, aber dennoch ist das was, was immer so automatisch kommt. Diese Verbundenheit einfach. Ja, da hat wahrscheinlich auch jede und jeder vielleicht ganz was anderes, was dann in der Wahrnehmung kommt. Wäre vielleicht mal interessant, das zu erfahren, wenn da jemand Lust und Freude hat, das mal auszuprobieren und vielleicht dir mal das schreiben kann, Ja, in wie die das erfahren Kommentare. wurde. Ja, das wäre super. Genau. Dann würde ich auch sagen, dass wir, wenn es für dich passt, liebe Tamara, jetzt langsam einfach zurückkommen. Was Genau. nicht bedeutet, dass du, wenn du jetzt auf deiner Parkbank liegst, wo auch immer du bist, dass du schon wieder zurückkommen musst. Du kannst ruhig weiter in dieser Ausdehnung bleiben oder immer wieder da reingehen. Entweder über dieses Video mit dieser Energiefrequenz oder auch für dich selber. Also da braucht es ja eigentlich gar nichts. Aber einfach, dass das Video nicht so lang wird, aus ganz weltlich praktischen Ja. Gründen. Ja, das ist alles gut. Also für mich hat es auch so total gestimmt. Das ist super. Und ja, ich finde es eben auch schön für mich, dass ich mir selber manchmal sagen kann, ach, ich brauche ja gar nichts zu tun. Ich darf das einfach wahrnehmen. Es ist einfach mein natürliches Sein, ist dieses mehrdimensionale Wesen und die Erfahrung ist automatisch erfahrbar. Und ich muss nichts tun dafür. Ich brauche nichts. Ich brauche kein guter Mensch zu sein. Ich brauche nicht irgendwie eine Ernährung zu erfüllen oder irgendeine Praxis zu machen jeden Tag, damit ich das erfahren darf. Das ist unser natürliches Sein. Da braucht es nichts weiteres dazu. Nee, das ist so ganz wunderbar. Okay. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich, liebe Tamara. Falls Menschen auf dich zukommen möchten, wie haben sie die Möglichkeit, ich würde das dann auch noch unter dem Video teilen, dass Menschen dich kontakten Ja. möchten, einfach
die vielleicht deine Wegbegleitung auf ihrem Weg ja, möchten? Wie kommen wir auf dich zu? Also ich kann dir gerne die E-Mail-Adresse da lassen. Mhm. Da kann man mich gerne kontaktieren. Mhm. Genau. Ja, wunderbar. Und du bist in der Schweiz, aber das bedeutet, du würdest auch Termine machen online? Ja, genau. Okay. Wunderbar. Ja, dann danke ich dir da draußen fürs Zuschauen, fürs Mitfühlen, fürs Ausdehnen, fürs Erlauben. Und ich danke dir von Herzen, liebe Tamara, dass wir jetzt wirklich diesen Termin mal gemacht haben und gesprochen haben, uns ausgetauscht haben. Ja, ganz, ganz lieben Dank. Vielen herzlichen Dank, liebe Stefanie, dass ich da dabei sein durfte. Es war total schön und es hat für mich total gestimmt. Es war schön harmonisch und ich danke auch allen, die da zugucken und die vielleicht das eine oder andere mal ausprobieren möchten oder vielleicht mal einen Kommentar schreiben möchten. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Ciao. Wenn dir das Gespräch mit der Tamara und auch die Übung gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr über den Daumen nach oben. Ich freue mich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst und ja, wenn wir uns vielleicht auch im Goddess Awakening Circle sehen oder bei anderer Gelegenheit. Lebe liebevoll, wild und kreativ. Namaste.